Berlin-Tegel, Landeanflug. Für diese große Stadt an der Spree sind Luftlinien Lebenslinien. Menschen kommen. Als Touristen, zum Einkaufen, bummeln, geschäftlich, zu Tagungen oder zu Kongressen. Und Berlin braucht Kongresse. Als ständigen Kontakt mit aller Welt. 51. Deutscher Betontag. Zum 9. Mal seit 30 Jahren ist Berlin Plattform für diesen größten deutschen Baukongress mit internationaler Beteiligung. Sehr geehrter Herr Regierender Bürgermeister, ich danke Ihnen auch im Namen der Betontagszeit. Betonvereinsvorsitzender Dr. Georg Lücking begrüßt mehr als 3.300 Teilnehmer aus 18 Ländern. Sie alle finden mühelos Platz im neuen internationalen Kongresszentrum am Fuße des Funkturms zwischen Messedamm und Stadtautobahn. 313 Meter lang, 89 Meter breit und fast 40 Meter hoch ist dieses ungewöhnliche Bauwerk, für das es kein Vorbild gibt. Am 2. April 1979, drei Wochen vor dem Deutschen Betontag, sind Tausende von Ehrengästen zur feierlichen Eröffnung geladen. Herbert von Karajan dirigiert die Berliner Philharmoniker. Festliches Präludium von Richard Strauss. Prominente Redner finden treffende Worte. Umbaut. Auch Bundespräsident Walter Scheel lobt das Bauwerk und die, die es geschaffen haben. Er sagt, die besten Fachleute haben hier zusammen mit den Architekten das für Kongresse Optimale geplant und verwirklicht. Und dabei ist dies Gebäude herausgekommen, das nun von allen Seiten gut sichtbar, eindrucksvoll seine Umgebung beherrscht. Ein Gebäude, hinter dem selbst der gute alte Funkturm wie eine mittlere Hausantenne erscheint. Albert Fitor, Vorsitzender des Vorstandes der Unternehmensgruppe Neue Heimat, Generalübernehmer bei diesem Bauvorhaben, übergibt den Schlüssel an Harry Ristock, Berlins Senator für Bau- und Wohnungswesen. Ristock ruft begeisternd, fast beschwörend aus, dieses Haus ist ein Bauwerk der Demokratie. Dieses ICC ist ein Haus für die Berliner. Dieses ICC ist ein Haus für die Welt. Der große Festakt ist vorbei. Es darf gefeiert werden. Swinging Party. Schon heute ist die Welt im ICC zu Gast. Künstler aus vielen Ländern bereichern das bunte Programm und immer wieder Tanzmusik für alle. Innen hallt das Haus von lauter Musik, vom Lachen und Reden tausender von Menschen. Draußen dröhnt der Lärm des Straßenverkehrs. Manches andere Gebäude würde in seinen Grundfesten erzittern. Das ICC erzittert nicht. Denn sein konstruktives Grundsystem entspricht der Haus-im-Haus-Konzeption. Luftschallwirkungen von außen und innen sowie die Übertragung von Körperschall zwischen den einzelnen Bauteilen werden erheblich abgemildert. Gefordert war die akustische Abschirmung äußerer und innerer Störeinflüsse für alle Säle und Tagungsräume. Architekt Ralf Schüler, der mit seiner Ehefrau und Berufspartnerin Ursulina Schüler-Witte insgesamt 15 Jahre an diesem Projekt gearbeitet hat, erklärt, wie diese Forderung weitestgehend erfüllt werden konnte. Die Gestalt des Kongresszentrums resultiert im Wesentlichen aus den konstruktiven Gegebenheiten. In einem Querschnitt des Gebäudes werde ich Ihnen die konstruktiven Zusammenhänge skizzieren. Stellen wir uns hier die Straßenoberfläche vor. Dann befindet sich unter dieser Straßenoberfläche ein Kellerbauwerk mit drei Etagen, in dem sich die Zentralen für die Versorgung des Kongresszentrums befinden, die Elektrozentralen, Klimazentralen und so weiter. Durchdrungen wird dieses Kellerbauwerk von zwei Stützenreihen, runden Stützen von 2,50 Meter Durchmesser, die an ihren Stützenköpfen Neoprenlager besitzen. Neoprenlager sind gummiähnliche Lagerkörper, die Vibrationen und Schall aus der Umgebung von einem Bauwerksteil in den anderen verhindern. Auf diesen Neoprenlagern befindet sich eine Reihe, eine Schar von Stahlbetonbindern, zwischen denen sich in dieser Zone etwa die kleineren Säle des Kongresszentrums befinden und auf der sich in einer Höhe von etwa plus 13 Metern
über der Straßenoberfläche die große Veranstaltungsebene befindet. Hier ist der Saal 1, die Bühne und der Saal 2 zu nennen. Umgriffen wird dieses Stahlbetonbauwerk von einer Wanddachkonstruktion, die von außen stehenden Treppenhäusern getragen wird. Diese Treppenhäuser haben ebenfalls an ihren Köpfen Neoprenlager und wirken quasi als Brückenpfeiler. Die Längsträger, die hier im Querschnitt dargestellt werden, tragen. Diese Längsträger wiederum tragen das Stahlfachwerk, das sich von einer Seite des Gebäudes zur anderen spannt. Noch aber spannt sich nichts. Die Spannung liegt im Frühling 1975 bei den Baufirmen, die etwa ein Jahr zuvor ihre Angebote für die Rohbauarbeiten abgegeben haben. Dann wird der Auftrag an die Arbeitsgemeinschaft Kongresszentrum Berlin erteilt. 9 große deutsche Baufirmen unter technischer Federführung der Strabag Bau AG beginnen am 21. Juli 1975 mit den Bauarbeiten. 350.000 Kubikmeter Boden, meist märkischer Sand, sind auszuheben. Die Baugrubensicherungswände werden im Berliner Verbau hergestellt. Bis zu 22 Meter lange Träger müssen in den Boden gerammt werden. Im Bereich der Gründungssohle, bei etwa minus 15 Meter, steht mitteldicht bis dicht gelagerter Sand an. Je nach Form und Abmessung der Fundamente sind im Gutachten der Deutschen Gesellschaft für Bodenmechanik Bodenpressungen von 0,35 bis 0,60 Meganewton pro Quadratmeter angegeben. Für die Fundamente unter den Hauptstützen werden sogar Bodenpressungen bis zu 0,80 Meganewton pro Quadratmeter als erforderlich genannt. Mit dem Rütteldruckverfahren Vibroflotation, einer parallelen Weiterentwicklung des Kellerschen Tiefenrüttlers, wird der Baugrund für so hohe Belastungen vorverdichtet. Die Verdichtungszonen reichen jeweils 6 bis 9 Meter unter die Gründungssohle. Der Grundwasserspiegel liegt tief unter Gründungssohle und Verdichtungszonen. Eine besondere Wasserhaltung ist deshalb nicht notwendig. Gegründet wird das Bauwerk auf Streifen- und Plattenfundamenten aus Beton. Zur Vermeidung von Setzungsunterschieden stehen die Hauptstützen auf in Längsrichtung stark bewehrten Fundamentbalken. Querschnitt 6 x 2 Meter, im Bereich besonders hoher Beanspruchung 9 x 4. Diese Fundamentstruktur wird ohne bleibende Fugen, lediglich mit Schwindlücken im Abstand von 20 bis 25 Meter über die gesamte Bauwerkslänge beibehalten. Die Fundamente sind fertig. Der Bau der Untergeschosse beginnt. Zu dieser Zeit werden auch schon die ersten Vorbereitungen für das Dach getroffen. Das Montagegerüst für die Vorfertigung der Dachbinder entsteht. Das Parkhaus Süd ist schon vor Beginn der übrigen Arbeiten im Rohbau erstellt worden. Ebenfalls unter der technischen Geschäftsführung der Strabag Bau AG. Wo später einmal 650 Autos parken können, sind während der Bauzeit Büros, Tagesunterkünfte und Kantinenbetriebe untergebracht. In unmittelbarer Nähe der Großbaustelle, die wie eine Insel im reißenden Verkehrsstrom liegt. Für den Bau der Haupttragwerke, nämlich der insgesamt 13 Querwandschotten, wird ein eigens dafür konstruiertes, verfahrbares Schalgerüst eingesetzt. Schon ist die Form der Schotte gut zu erkennen. Die Auflagerkräfte der Schotten auf den runden Hauptstützen betragen zwischen 20 und 60 Meganewton. Alle Köpfe der Rundstützen tragen Elastomerlager, 33 cm hoch, aus Viertel- oder Sechstelringen. Diese Lager verhindern die Übertragung von Vibration und Schall von einem auf den anderen Bauwerkskörper. Äußerste Präzision bei der Montage ist erforderlich. Die extrem hohen Lasten verlangen absolut planebene Auflagerung. Sollte einmal ein Lager versagen, durch Brandeinwirkung zum Beispiel, übernimmt ein zusätzlich eingebauter Stahlkern die Lasten. Keine Schotte gleicht der anderen. Höhenlage und Gestalt sind von Funktion, Form und Größe der von ihr zu tragenden Gebäudeteile geprägt. An die runden Hauptstützen werden Stahlbetonkonsolen angeschnallt.
Auf ihnen liegen Fachwerkträger als Vorschubbahn für das Schalgerüst. Das alles sieht jetzt, und besonders in der Trickdarstellung, sehr einfach aus. Man könnte fast vergessen, welche Vielzahl von Untersuchungen zu dieser Lösung führte. Sobald eine Schotte fertig ist, wird das Schalgerüst abgeklappt und in die neue Position verfahren. Die erste der 13 Schotten ist ausgeschallt. 60 Meter lang, 14 Meter hoch, 2,20 Meter breit. Aber sehen wir uns zunächst die Arbeiten an einer Schotte etwas genauer an. Die Schotten werden sowohl im Mittelfeld, Spannweite 28,8 Meter, als auch in den jeweils 15,6 Meter langen Kragarmen mit dem Litzenspannverfahren VSL vorgespannt. Dabei werden 1,48 Meganewton Spannglieder verwendet. Die größte Gesamtvorspannkraft einer Schotte beträgt 120 Meganewton. Entschalen. Zuerst wird von den Kragarmen die Seitenschalung abgenommen. Im Mittelfeld Abklappen der Seitenschalung, wie im Trick gezeigt. Bodenschalung, Kragarme. Eine nach der anderen wird seitlich verfahren. Schon sind die Schalungen der Kragarme in der neuen Position für die nächste Schotte. Die Seitenschalung des Mittelfeldes wird unter der Schotte durchgezogen. Das Gerüst fährt in die neue Arbeitsstelle. Spannweite, Bauhöhe und Breite kennzeichnen die geometrischen Hauptmerkmale dieser Querwandschotten. Bestimmend aber sind die für Saal- und Foyer-Durchdringungen extrem großen Öffnungen. Stück für Stück werden die Säulen mit den Elastomerlagerköpfen für die Aufnahme der Schotten vorbereitet. Die Großbaustelle lebt in allen Ecken und auf allen Ebenen. Was dem Laien wie ein gigantisches Durcheinander erscheinen mag, ist in Wirklichkeit sorgsam geplante Ordnung. Mithilfe der Netzplantechnik sind alle Arbeiten für das gesamte Projekt koordiniert. Im Bereich des späteren Kongresssaales 1 weichen drei Querwandschotten von der üblichen Form ab. Die Seitenteile sind abgeknickt und außen gemeinsam mit dem Längstragwerk auf Nebenstützen gelagert. Deshalb konnte hier das Schalgerüst nicht eingesetzt werden. Diese Bauteile wurden auf konventionelle Weise geschalt. Eine interessante Perspektive. Deutlich sind Aussparungen und Anschlussbewehrung der Schotte zu erkennen. Machen wir uns die schon erwähnte Haus-im-Haus-Konstruktion, die Grundkonzeption des Gebäudes, also mit Hilfe von Zeichnungen noch einmal deutlich. Untergeschosse und aufgehende Doppeltreppenhäuser, auf denen später die Dachkonstruktion ruhen wird. Im Mitteltrakt wachsen die beiden Reihen runder Stützen in die Höhe. Das Elastomerlager auf dem Stützenkopf. Eine der 13 Querwandschotten. Diese Schotten tragen die Lasten des gesamten Innenraums über die Stützen in den Baugrund ab. Das Stahlfachwerk der Dachkonstruktion leitet die Last, auch den überwiegenden Teil der Windlast, über die Auflagerpunkte in die Treppenhäuser ein. Wir sehen, zwei Konstruktionen voneinander unabhängig. Innen Stützen und Schotten, außen Treppenhäuser und Dachbinder. Haus im Haus. Das Dach. Es wird nach seiner Vollendung das Gebäude mit einer einzigen 70 Meter freitragenden Konstruktion überspannen. Die ersten Binder sind fertig. Das Montagegerüst muss für die nächsten frei werden. Deshalb fährt man das erste Segment in eine Parkposition. Dort bleibt es, bis die Betonierarbeiten an den Schotten in dem Bereich beendet sind, den es überspannen soll. Jetzt ist es soweit. Am Bühnenhaus ist alles betoniert, die Krane sind abgebaut, der Weg ist frei. Das erste Dachsegment kann in seine endgültige Position geschoben werden. Mit vier eigens für diesen Zweck entworfenen Verschubeinrichtungen gleitet das Element voran. Hydraulische Pressen heben den Binder ein wenig an. Auf einer teflonbeschichteten Gleitfläche über den Pressen wird er dann, ebenfalls hydraulisch, um jeweils 25 cm vorwärts geschoben und auf einen Festfuß abgesetzt. Die horizontale Hydraulikpresse holt den Hydraulikfuß für das Anheben nach und der Vorgang beginnt aufs Neue. Stop and go, absetzen, vorschieben. Verschubgeschwindigkeit 11 cm in der Minute. Thank you.
Eine Etage tiefer wird inzwischen an den Schotten weitergearbeitet, pausenlos. Eine nach der anderen wird fertig. Doch Nummer 11 ist etwas Besonderes. Sie ist als Doppelschotte ausgebildet. Zwischen zwei Stahlbetonscheiben liegt eine Akustikfuge. Sie trennt den Kongressteil vom Wirtschaftsteil mit Restaurant und Küche. Vor dem Betonieren entsteht zunächst die Fuge. Auf beiden Seiten Asbestzementtafeln, dazwischen Styropor von dünnem Draht durchzogen. Später, nach Abbinden des Betons, wird der Draht unter Strom gesetzt. Das Styropor verbrennt. Die Akustikfuge ist fertig. Fertig ist vom ICC erst das Modell. Es macht uns deutlich, warum das Kongresszentrum gerade hier den idealen Standort hat. Schnittpunkt der beiden Straßenverkehrsadern zwischen Berlin und dem Bundesgebiet. Hervorragende Verkehrslage innerhalb der Stadt. Ein dreigeschossiges Brückenbauwerk stellt die unmittelbare Verbindung zum Ausstellungsgelände am Funkturm her. Kongresse und Ausstellungen, Eröffnungsveranstaltungen von Messen, die Kombination von Neuem und Vorhandenem ist optimal gelöst. Pluspunkte in großer Zahl. Wo sich bis vor kurzer Zeit nichts weiter als ein großer Parkplatz befand, steht jetzt ein Haus der Superlative, das technologische Spitzenleistungen in sich vereinigt. Ein Haus, das Berlin in der Weltrangliste bedeutender Kongressstädte weit nach oben bringen wird. Und so ist das Gebäude aufgegliedert, das Parkhaus und die Zufahrten. Links der Saal 1, rechts Saal 2. Dazwischen liegt die große Bühne. Im Längsschnitt ist die Lage der großen Säle auf und zwischen den Schotten gut zu erkennen. Die Bühne wird von jedem Saal durch einen eisernen Vorhang getrennt. Er schluckt den Schall und bremst im Katastrophenfall das Feuer. Beispiele für die variable Nutzung. Ein Vorhang ist hochgezogen. Saal 1 hat die Bühne, Saal 2 dient, hermetisch abgeschlossen von Bühne und Saal 1, als Kongresssaal. Jetzt gehört die Bühne zu Saal 2. Abgetrennt durch ein Schalltor ist der Saal 1, der große, den Kongressen vorbehalten. Das große Amphitheater. Die Säle 1 und 2 sind zu einem Zuschauerraum mit 7000 Plätzen auf beiden Seiten der zentralen Bühne vereint. Im Saal 2 ist dazu die Tribünenanlage mit mehr als 2000 Stühlen von der Decke abgesenkt worden. Es soll getanzt werden? Bitteschön. In Saal 2 wird die Tribüne mitsamt ihrer fest installierten Spezialbestuhlung in wenigen Minuten an die Decke gehievt. Das Tanzparkett lädt ein. Variationen in Fülle. ICC, Internationales Kongress Chamäleon, so könnte man die Abkürzung wegen der großen Wandlungsfähigkeit des Gebäudes auch deuten. Das Bühnenhaus in der Mitte des Zentrums teilt dieses Dach in zwei gleich große Abschnitte. Jeder von ihnen besteht aus 6 schweren Querbindern. Sie liegen auf außen längslaufenden Fachwerkträgern, die, wie schon im Trickbild gezeigt, von den Doppeltreppenhäusern unterstützt sind. Dieses Dach wird sich erst selbst tragen, wenn alle Quer- und Längsverbindungen geschlossen sind. Auch das Dach liegt auf Elastomerlagern, mit denen die Treppenhausköpfe ausgerüstet sind. Hier an diesen Stützen, an diesen Querwandschotten, lässt sich die Sorgfalt erkennen, die bei der Herstellung dieser schweren und großen Bauteile in Sichtbeton angewandt worden ist. Noch während die letzten Querwandschotten entstehen, kommen die ersten vorfabrizierten Betonplatten aufs Dach. Eines nach dem anderen fahren die Dachelemente in die vorgesehene Endposition, werden miteinander und mit den Längsträgern verbunden und dadurch tragfähig. Der Riesenbau nimmt immer mehr Gestalt an. Schon jetzt machen Presse, Funk und Fernsehen in zahlreichen Artikeln und Sendungen auf die Möglichkeiten aufmerksam, die das neue Zentrum bieten wird. Auf das Angebot für Messen, Ausstellungen, Kongresse, Tagungen, Veranstaltungen aller Art. Architektenidee und Ingenieurkunst haben sich wieder einmal zu einem Werk verbunden, zur Freude und zum Nutzen vieler Menschen. Ohne auf! Freitag, 30. September 1977. Richtfest. Bausenator Harry Ristock und Wirtschaftssenator Wolfgang Lüder freuen sich vor den geladenen Gästen über eine Menge von Superlativen. 800.000 Kubikmeter Raum umbaut, 125.000 Kubikmeter Beton mit 21.000 Tonnen Bewährungsstählen eingebracht. Das entspricht der Ladung eines Güterzuges mit 3.000 Waggons. Und das alles ist in der erstaunlich kurzen Zeit von 26 Monaten geschafft worden.
Der Rohbau ist jetzt fast fertig. 490 Architekten, Ingenieure und Techniker aus mehr als 20 Ingenieurbüros, 1750 Mitarbeiter aus 185 Roh- und Ausbaufirmen haben 3,5 Jahre nach einem präzisen Zeitplan gearbeitet, um Qualitäten und Termine gerungen, die letzten Wochen vor der Fertigstellung oft genug rund um die Uhr. Die Vorfahrtebene, wichtiges Teilstück der verkehrlichen Anbindung. Auch sie geht mit großen Schritten der Vollendung entgegen. Vorhang auf. Vorhang auf, verstanden. Innenausbau. Unter den 12.000 Quadratmetern des Hauptdaches gibt es viel zu tun. 60 Lüftungs- und Klimaanlagen, 25 mechanische Entrauchungs- und 16 Druckhaltungsanlagen sind zu installieren. Wärmeversorgung, Kälteversorgung, sanitäre Technik, Elektroanlage, Mosaikstein fügt sich zu Mosaikstein. 6.000 Sprinklerdüsen, Sprühflutanlage für Bühne und Tribüne, 300 Wandhydranten für den Fall, der hoffentlich nie eintreten wird. Rohrpost und Telefonleitungen, ein Informations- und Leitsystem für die Besucher. Gastronomische Einrichtungen für die Verpflegung von 5.000 Menschen in kürzester Zeit. Hier beim Innenausbau wird deutlich, wie gekonnt die Architekten die schweren Stützen und Schotten als Gestaltungselemente im Bauwerk genutzt haben. Sichtbeton höchster Qualität. Bald kommt der Tag, an dem alle wissen wollen, wie es drinnen aussieht. Der 2. April 1979, der Tag der festlichen Eröffnung des ICC. Berlins größtes Bauwerk der Nachkriegszeit ist vollendet. Die liebenswerte Stadt an Havel, Spree und Panke, die Stadt mit dem unverwechselbaren Flair, die Stadt, in der große Geschichte gemacht worden ist und um die sich ungezählte kleine Geschichten ranken. Diese Stadt ist um eine Attraktion reicher geworden. Sie hat ein Kongresszentrum bekommen, dessen multifunktionelle Möglichkeiten schon jetzt weit in die Zukunft weisen. Hochrechnungen zeigen, dass die Zahl der Kongresse beinahe atemberaubend ansteigen wird. 1978 gab es in aller Welt 9.000 Kongresse. 1993 werden es vermutlich 20.000 sein. 20.000 mit 13,6 Millionen Teilnehmern. Das haben die Computer errechnet. Berlin ist mit seinem Kongresszentrum auf einen solchen Ansturm vorbereitet. Auf seine Weise, auf echt Berliner Weise. Großzügig. Es ist schon ein verwegener Menschenschlag, der in dieser Stadt wohnt, schrieb Johann Wolfgang von Goethe bereits vor 150 Jahren. Er meinte das bewundernd.